wunderschönen Abend. Auf geht's. Wir spielen weiter My Time at Sandrock. Und ich habe jetzt ein paar Einstellungen verändert. Und zwar habe ich die Spielgeschwindigkeit mal auf 1,2 hochgestellt. Ich hoffe, dass dies dazu führt, dass unsere Tage ein bisschen länger sind. Weil ich fand, die sind immer viel zu schnell rumgegangen. Und ich habe die Stimmen ausgeschaltet, damit ich vorlesen kann und nicht in das Englische reinplapper. Ich denke, das wird für uns alle die angenehmere Lösung sein. Der Vorschlag kam von einem lieben YouTube-Zuschauer und wir testen das jetzt einfach mal, dass ich dann einfach, ja, die Stimmen lese. Also, auf geht's! Peach ist die berühmteste Person der Welt. Er ist bekannt dafür, dass er die Menschen in das Zeitalter des Lichts geführt hat. Peach kommt mir irgendwie bekannt vor. Den gab es doch bei Portia auch schon. Maybe. Bin mir gerade nicht so sicher. Oh. Liebe Leute, wir sind gestern zu spät ins Bett gegangen. Schaut euch wieder mal diese wunderschönen Augenringe an. Sie faszinieren mich jedes Mal. Das ist total witzig, dass sie das so animiert haben. So, was tun wir Schönes? Sollen wir da reinkommen? Was haben wir zuletzt gemacht? Bin gar nicht mehr so sicher. Ah, doch, genau. Wir müssen zum Forschungszentrum und dort das nächste Gerät holen. Yes, weil wir brauchen immer noch diese kleinen Kupferschrauben. Da haben wir gleich wieder eine Sequenz oder warum ist der Ladebildschirm so lange? Jetzt hat er es gleich geschafft. Nichts passiert. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt geht's los. Und wir haben Post. Das ist vom Forschungszentrum. Das ist ein blauer Brief. Guckt. Handwerker, die Forschung, die du in Auftrag gegeben hast, ist jetzt fertig. Die Anleitungen sind wie versprochen beigefügt, einwandfrei und pünktlich geliefert. Unser Schleifer ist da. Da-da. Den bauen wir auch direkt. Genau, wir hatten hier den Arbeiter und jetzt brauchen wir noch den Schleifer. Okay, dann haben wir den schon. Dann brauchen wir jetzt gar nicht mehr hingehen. Wir haben ihn jetzt. Schleifer. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen das Lager. Dann bekommen wir vom Wiederverwerter. Erz, Bronze, Stangen. Ziegelsteine. Okay, ich glaube, wir könnten das sogar hinkriegen. Wir den zusammenbauen. We will see. Genau, wir haben die Lager. Wir haben die Ziegelsteine. Und wir haben die Bronzestangen. Ja, geil! Wir haben den Schleifer. Sandabsorptionsgeschwindigkeit plus 1. Warteschlangenkapazität 10. Wasserverbrauch minus 8%. Eine Maschine, die Materialien zu Teilen schleift, bohrt und glättet, die für komplizierte Konstruktionen geeignet sind. Alright. Dann wollen wir das mal hinstellen. Wieso nimmt sie es nicht mit? Mein Inventar ist voll. Großartig. Alles sortieren. Yes. Und dann möchte ich bitte mitnehmen diesen wunderschönen... Er kommt schon uns entgegengeflogen. Schleifer aufstellen. Und zwar daneben. Jetzt möchte ich gerne wunderschöne Kupferschrauben herstellen. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir die brauchten. So, erstmal wird der auch automatisch getankt hier. Wie viele stellen wir her? Erstmal 5. Ich weiß halt nicht, wie viel wir davon verbrauchen werden. So, das dauert ja auch eine Zeit. Was können wir hier so bauen? Platten, Bronzeplatten. Lassen wir nochmal. Und jetzt brauchen wir den verbesserten Hammer. Spitzhammer, bronzener Spitzhammer. Das wäre der nächste. Ah, genau. Und dafür brauchten wir auch die Schrauben. Super. Dann geht es mit der Bühne weiter. Ich freue mich. Währenddessen sammeln wir hier in der Umgebung nochmal so ein bisschen Schrott ein, wenn wir was finden. Ist es alles weg? Kein Schrott mehr da, da liegt noch irgendwas.
Oh, was ist das? Ach, ein Sandwürmchen. Komm her, kleiner Sandwurm. Komm, gut, gut, gut. Komm in meine Tasche. Einen Wissenspunkt haben wir auch schon wieder zu verteilen. Wie großartig. Oh, ich hau nochmal drauf. Spät gesehen, dass das der Verbesserte ist. Ich denke, ich nehme hier das Gerümpel nochmal mit. Hier haben wir immer... Oh, Ticket kaufen. Schon wieder? Auch ein Ticket für den Zugang. Wie schnell geht das denn leer? Bin ich gestern erst eins gekauft? Zumindest fühlt es sich so an. So, ich muss mich mal kurz muten. Wir hatten hier private Dinge zu besprechen. Jetzt bin ich wieder voll für euch da. So, diese Büsche wurden mir gesagt, die kann ich ohne Probleme abernten. Da wird kein Sandrocker mit mir schimpfen. Einziges Problem, was wir haben, die Taschen sind voll. Und dafür brauchen wir besseres Werkzeug. Damn. Ich denke, wir kommen auch nicht drum rum, noch mal ein paar Kisten zu bauen. So, gib mir meine Kupferschrauben! Wir sind noch nicht fertig und das Inventar ist immer noch voll. Wir kommen nicht voran so. Alles sortieren. Yes, sortieren. Automatisches Auffüllen. Irgendjemand hat mir erklärt, was das bedeutet. Ich habe es vergessen. Ah! Alles sortieren. Da haben wir auch noch einen Platz. Machen wir das Kupfererz da rein. Kann ich nochmal... Ich brauche nochmal ein bisschen mehr Platz hier. Oh, das ist ein bisschen viel. Ich will ja nicht gleich alles ausgeben. Aber so vielleicht? Mal 8 Slots rein. Den Inventarplatz kann nicht schaden, würde ich sagen. Und wir bekommen jetzt unseren... Spitzhammer! Ja, geil. Siehst du, dann könnten wir eigentlich nochmal so einen Schleifstein organisieren. Sei denn, wir haben sogar noch einen. Wir haben die Waffe verbessert und jetzt brauchen wir Ausdauer 3. Wie viel haben wir vorverbraucht? Nicht drauf geachtet. So, können wir auch noch die Axt machen? Nein, da fehlt jetzt der Schleifstein. War ja klar. Müssten wir kaufen. So, wir starten auch noch hier. Mal den Wiederverwerter. Einmal mit mechanischem Schrott. Und einmal mit Kupferschrott. Sehr gut. Und dann wollen wir nochmal den Ofen befüllen und nochmal wieder Ziegelsteine. Hey ho! Ja? Ja, hab Spaß. Und du? Alles gut? Das ist so witzig. Sitzt ja eigentlich neben mir. Kannst ja mal für den Chat antworten, damit der Chat auch weiß, wie es dir geht. So, jetzt bauen wir aber die Bühne ab hier. Jetzt haben wir den Hammer. Haben wir den Hammer denn schon? Ist der das jetzt automatisch? I must looken. Oh nee, ist es nicht. Guck mal, dann hat man den alten über. Okay. Oder auch nicht. Doch, hier ist er jetzt, ne? Ja. Können wir den ja wegmachen. Antwort für den Chat. Ja, mir geht es gut. Wie witzig du bist.
Und guck mal, Mason steht hier schon und wartet auf seine Abschiedsfeier. So, jetzt können wir den Bühnenhintergrund abbauen. Sehr gut. Und was haben wir bekommen? Kupferlautsprecher, Dreck und Holzschrott ohne Ende. Baue den Bühnenhintergrund zusammen. Was fehlt uns denn da jetzt noch? Kupferdraht, Glas und noch ein paar Lautsprecher. Da wollen wir noch mal schauen, wo und wie wir das schön machen. Schön machen, ne? Kupferdraht. Hier, Anleitung benötigt. Okay. Warte mal, das wollte ich jetzt nicht. Kupferdraht, dann kaufen wir jetzt die Anleitung. Und es geht der Tag langsamer voran? Ich weiß es nicht so genau. Und die Zeit läuft immer noch sehr schnell. Wieder 16 Uhr. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen höher stellen. Ich habe mich halt nicht getraut, das gleich so hochzuziehen, den Regler, weil ich nicht wusste, wie weit sich das dann, wirklich äußert. Nicht, dass wir hier nachher für einen Tag 2 Stunden brauchen. Das wollte ich auch nicht. So, Kupferdraht. Wo ist er denn? Ah, guck mal, hier diese Lautsprecher brauchen wir auch. Und da ist der Kupferdraht. Rechtsklick. Kaufen. Ja, bitte. Und hier, Lautsprecher brauchen wir auch. Kaufen. Sehr gut. Können wir noch einen Auftrag holen? Nee, ich habe immer noch den anderen nicht fertig. Hier sammelt sich schon ganz schön viel an. Nicht so gut, ne? Oh, guck, ich kann das auch nicht annehmen. Oh. Wir kommen völlig in Verzug mit unseren Aufgaben. Ofen hat keinen Kraftstoff mehr. Oh nein! Im Kraftstoffmangel, das ist schlecht. Ich kriege jetzt neuen Kraftstoff her. Und das ganz schnell. So, die dürfen wir auch abbauen, die Ballkakteen, habe ich gehört. Ich glaube, ich habe definitiv zu wenig gefarmt die letzten Tage. Dadurch geht das jetzt alles leer und mir fehlt der ganze Kram. Genau, die großen Kakteen, die darf ich nicht abbauen. Da gibt's Mega vom Chef. Wir können gleich mal mit jemandem reden. Einfach um zu schauen, dass die Stimmen wirklich aus sind. Danke, lieber Chatbot. Genau, an alle, die es noch nicht wissen, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Dort schmeiße ich auch gelegentlich die Streams rein, die von Sandrock auf jeden Fall. Aber auch so laufen da ein paar Let's Plays oder auch ein gemeinsames Projekt von mir und Destiny, Conan Exiles. Guckt doch gerne mal vorbei. Wenn euch gefällt, was ihr seht, Standardprozedere, Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Ach ja, ihr kennt das, ihr kennt das. Würde mich sehr freuen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Naja, aber das heißt ja, wir haben ein bisschen was gemacht. Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. So, da lang. Hui, so, kein Sprit mehr. Wieso haben wir... Ach nein, das wollte ich doch nicht. Interagieren. Automatisch auffüllen. Okay, geht noch. Sehr gut. Glas. Ich habe gerade Glas aufgesammelt, ist das richtig? Mhm. Aufträge aus Sandrock. Mission fehlgeschlagen. Wenn sie einen Auftrag nicht abschließen, wird ihre Reputation sinken. Oh, wir haben zu lange mit den Ziegeln gebraucht. Ach du Heiliger. War schlecht. Naja. Oh, definitiv mehr Inventarplatz. Wo kommt her? Irgendwie hängt hier mein Chat. So, jetzt, da ist er.
So, Bühnenhintergrund. Mal schauen, was wir Schönes haben. Bühnenunterstützung, Bühnenhintergrund. Zusammensetzen. So, Holzstock haben wir nicht. Doch, haben wir genug. Kupferdraht fehlt noch, das ist aber in the making. Kupferlautsprecher haben wir ein, die können wir dann ja aber auch herstellen. Wo stellen wir die überhaupt her? Ah, hier, guck mal. Können wir sogar machen. Also, alle mal herstellen, bitte. Dann können wir die nämlich schon gleich mit einsetzen. Habe ich einen zu viel gebaut, ne? Naja, Kupferdraht und Glas fehlt noch. Kann ich das hier eigentlich abbrechen und auf Glas switchen? Warteschlange voll. Kann ich löschen? Ja, sehr gut. Dann gehen wir jetzt auf Glas. Der andere Auftrag ist ja eh gescheitert, von daher lassen wir das mal jetzt so. Und ich würde ganz gerne noch eine zusätzliche Kiste bauen, damit wir nicht weiter dieses Problem haben. Jetzt können wir wirklich 4 Stück bauen. Ist vielleicht ein bisschen viel, 2. Okay. Wo stellen wir die hin? Am besten ins Haus, damit unser Hof nicht so voll müllt. Sowieso nicht so viel Platz. Wenn wir jetzt noch mehr Maschinen oder Geräte bekommen, weiß ich bald gar nicht mehr, wo wir die hinstellen sollen. Wird noch ein bisschen tricky. So, wie war das noch mit dem Drehen? Okay, so schon mal nicht. Cube. Cube. Na, da. Und noch eine. Ich finde, die stehen... Ja, das nervt mich, dass sie so weit auseinander stehen, aber ich glaube, ich kann es doch mal versuchen. Ich kann die gar nicht näher nebeneinander stellen. Oder? Ach doch. Ah, das ist doch viel schöner. Aber ich habe jetzt die eine falsch rumgestellt. Kacke. Die jetzt auch. Ach, das geht nicht. Moment, wir müssen die drehen. 5 Stunden später. Ja. Sieht jetzt aus wie so ein mega Sideboard. Aufnehmen. Drehen. Dreh dich. Nicht richtig. Ist richtig? Ich glaube, ich brauche eine Brille oder so. Ah, eigentlich nicht. Ich war erst beim Sehtest. Da hieß es alles gut. Aber manchmal, wenn ich so gucke und ich habe das Gefühl, ich sehe immer alles nicht. Kennt ihr das Gefühl? So, jetzt haben wir auf jeden Fall massig Platz. Alles wegschleudern, alles sortieren, bestätigen. Alles sortieren, bestätigen. Das ist auch so, Mini-Erfahrungsbox. 1, 2. So klickt er nicht durch, doch klickt er. Hat ein Glück. Okay, da ist alles voll, da ist alles voll. Dann hauen wir den Rest hier jetzt rein. So, Sandbären und Essen. Leder bauen. Wenn das ganze beschädigte Feldzeug gesehen habe. Okay, so dürfte das passen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Platz. Alles ist sortiert. Sehr schön. Meine Güte. Läuft hier richtig. Die fliegenden Schweine sind eine Gilde von Elitekämpfern in Lucien. Viele Kämpfer oder Mitglieder der Ziviltruppe träumen davon, ihnen eines Tages beizutreten. So, wie sieht es überhaupt hier so dreckmäßig aus? Bling, alles funkelt hier bei uns in der Werkstatt. Guckt mal. Vorbildlich. Vorbildlich. Ein bisschen viel Staub, kann das sein? Macht es nicht so richtig weg. Warum macht es hier nicht plinge, pling, pling? Vielleicht kein Dreck da. Es wird spät. Du solltest dich irgendwie... Oh, die Augenringe sind morgen noch mal größer wieder. Eieiei. Was macht denn hier unser... Können wir noch kein Kupferdraht machen? Doch, wo konnten wir den machen? Hier, Kupferdraht. Erstellen. Warum hat er das nicht getan?
brauchen Sie mehr davon? Hatte ich schon? I don't know. Ich muss schlafen gehen, es ist spät. Logan und seine Bande sind bei den Bewohnern von und der Ladebildschirm war zu kurz. Also, schlaf dich aus, kleine Maus. Morgen hast du wieder Augenringe. Versuche mich zu bessern und dich morgen rechtzeitig ins Bett zu legen. Ja, ich muss heute früher ins Bett gehen. Nee, nee, nee. Meckert sie schon rum. Zeke ist ein Einsiedler, der im Gewächshaus am Stadtrand lebt. Sobald du ihn kennengelernt hast, kann er dir beibringen, wie man Pflanzen in der Wüste pflegt. Dann kannst du deinen eigenen Garten haben. Oh, wie cool. Wir waren schon bei Zekes Haus, aber da war keiner. Oh, da ist wieder der Schrotthofen. Den sollen wir immer mitnehmen, wurde mir gesagt. Tun wir auch jetzt mal ganz artig. Oh je. Ich war so produktiv heute, das glaubt ihr gar nicht. Eigentlich habe ich schon gedacht, ich falle total tot ins Bett und schaffe das mit dem Stream gar nicht mehr, aber doch noch Bock, auch wenn ich ein bisschen müde mal bin. So, jetzt können wir Glas einsetzen. Und es fehlt Kupferdraht jetzt tatsächlich noch. Das ist echt sehr wenig, was wir hergestellt haben. Was fehlt denn da noch? Verbarren. Konnte ich die jetzt hier nicht im Ofen schmelzen? Gucken wir mal. Oder war das nur ein Wiederverwerter? Ach, hier können wir welche machen. Okay, brechen wir Glas jetzt ab. Das hatten wir ja. Und dann kommen jetzt hier die Kupfer. Ich gehe jetzt nochmal tanken. Der kann auch ein bisschen was tun. Einmal wiederverwerten, bitte. Und du brauchst ja auch nicht so nichts tun, drum oxidieren. Wiederverwerten, bitte. Auf geht's. Dann holen wir uns jetzt aber, glaube ich, vielleicht mal einen neuen Auftrag. Vorher gucken wir nochmal in die Mission rein. Die Show muss weitergehen. Genau, das bauen wir gerade. Der Geschmack der Medizin. Mittwochs und Freitag. Was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag. Hier kommen wir jetzt auch noch nicht weiter. Dann gucken wir uns nochmal die Wissenspunkte an. Da dürfen wir wieder ein bisschen was verteilen. So, Holzgrundwissen haben wir hier schon voll. Dann gehen wir jetzt hier auf Steingrundwissen. Bestätigen. Und dann in die Werkstatt. Zeitmanagementwissen. Verbessere die Produktionsgeschwindigkeit. Treibstoffeinsparungswissen. Verlangsamung des Treibstoffverbrauchs. Wassereinsparungswissen. Wasserverbrauch ist, glaube ich, echt. Das machen wir. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So. Was haben wir eigentlich für Leute jetzt noch so kennengelernt? So, Mian ist klar. Elsie, Owen, Penn, Rocky, Burgess, Jasmine, Heidi, Amira, Matilda. Okay, es fehlen echt noch viele. Es ist enorm, was da noch alles so kommen soll. Okay, da kann ich die verschiedenen Reiter durchklicken. Irgendwo war doch... Ach genau, da, das Bild. Wir haben 26 von 75 Sandrockern bisher getroffen. So, da ist definitiv noch Luft nach oben. Guck mal an hier, wer da noch alles kommt. Bin auf Zeke jetzt tatsächlich gespannt. Ich schon total Bock aufs Gärtnern habe. Noch mal gucken, ob wir gerade noch mal Wasser herstellen können. Wir hatten ja wieder ein bisschen Tau gesammelt. Wasser... Einmal nur. Anpassen. 58% ist der Tank noch gefüllt. Da können wir auch ganz gut sehen, wie viel unsere ganzen Maschinen so in der Zeit verbrauchen. Der Ofen, der braucht echt am meisten Wasser. Ist das richtig? Nee. 0,7 doch. 0,7 Einzelstunde. Das ist das Höchste. Der hat den höchsten Verbrauch. Denn machen wir Schönes. Eine neue Aufgabe holen. Vielleicht können wir ja was lösen. Dann wollten wir nochmal mit jemandem sprechen. Hier, wir sprechen mit Hugo. Und dann kaufen wir gleich bei ihm nochmal so einen Schleifstein, damit wir auch die Axt verbessern können. Dann haben wir gleich das gute Werkzeug. Schleifstein. Ja, möchte ich bitte kaufen. Und dann reden wir jetzt einmal. Plaudern.
Meine Tochter Heidi ist ein echtes Architekturass. Du solltest ihre Talente gut nutzen, hörst du? Ah, Heidi ist die, die da im Rathaus sitzt. Und ja, perfekt, wir hatten keine Stimme bei ihm. Das heißt, ich kann jetzt schön vorlesen, ohne dass das stört. Richtig gut. Hey Mabel! Willkommen in Sandrock. Ich bin Mabel. Mein Mann Cooper und ich betreiben die größte Jagdmehl-Ranch südlich der Eufaula. Schon mal Jagdmehlmilch probiert? Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig. Hier, nimm ein paar Flaschen. Das ist unsere Art, Hallo Nachbar zu sagen. Oh, guck mal, wir sind schon so oft an ihr vorbeigelaufen. Ich habe einfach noch nie mit ihr geredet. Unscheinbare Mabel, es tut mir leid. Audi Cooper, haben wir schon gequatscht? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich räume mal auf für dich. Hallöchen, Partner. Kann nicht sagen, dass ich dich kenne. Ich fürchte, ich habe im Moment keine Zeit für Höflichkeiten. Sprich mit Mabel, wenn du etwas mit der Ranch zu tun hast. Okay, wir haben auch noch nicht mit Cooper gequatscht. Oh, das sind Pferde. Was bist du denn? Ach, ein Jagdmehl. Oh, ob ich die später auch reiten kann? Wenn er schon so einen Sattel hat, bestimmt. Ist hier noch so. Wir sind auch noch gar nicht lang gelaufen. Sandreis. Wir nehmen Sandreis mit. Da oben ist Elsie. Hey Elsie. Na, wie geht's, Freundin? Du hast doch von den Banditen gehört, oder? Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, dass Logan wirklich cool ist und sein Kumpel ist auch recht spitze. Ich möchte auch so herumreiten wie sie, komplett sorgenfrei durch die Welt. Du wirst dich ja wohl nicht mit den falschen Leuten hier anlegen, ne? Elsie, mach das nicht. Es ist nicht gut für dich. So, was haben wir hier? Oh, da oben ist eine Kiste. Wie kommt man denn da bitte ran? Schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen um. Oh, wir können sogar in die Ranch rein hier. Hui. Aber wie kommt man da oben rauf? Das ist eine interessante Frage. Irgendwie über den Baum? Nö. Hier so durch die Markise? Das geht auch nicht. Hier drüber vielleicht. Ja, perfekt. Wir haben den Weg gefunden. Was gibt's Schönes in der Kiste für uns? Na? Armband aus Jagdmehlhorn gelernt. Ich kann etwas Neues craften. Und wir haben Stufe 10. Hinten ist noch irgendwas. Da ist noch so eine Markise. Schauen wir uns das an. Ist noch nichts mehr. Schon ziemlich weitläufig hier das Gebiet, ne? Das muss man ja mal sagen. Weil laufen sie hier durch. Geht nix. Bedeutet dies? Man hier so. Ach, das sind bestimmt solche Reitparcours. Da muss man hier bestimmt irgendwie. Ja, entweder diese Hindernisse ablaufen oder drunter und drüber. Das bestimmt, hat bestimmt irgendwie sowas zu bedeuten. Kann ich mir gut vorstellen. So, ins Museum wollen wir jetzt nicht. Wer läuft da? Haben wir mit dir schon geredet? Ich kenne einfach noch viel zu wenig Leute. Zara. Hallo, Zara. Alle hier sind so freundlich. Ich hatte gerade ein dreistündiges Gespräch mit einem netten Bauern. Wenn das Cooper war, merkwürdig. Mit mir wollte der nicht 3 Stunden reden. So, die Klinik. Können wir mal schauen, ob dieser Kliniktyp jetzt da ist. Den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Nein, für die Aufgabe sind wir definitiv jetzt am falschen Tag, aber ich möchte trotzdem den mal sehen und mit dem quatschen. Ist er ja heute da. Hallo? Ist da jemand? Nö, ich kann nur ganz viel prüfen. So, hier liegen irgendwie ein paar Zettel rum. Klinikplakate. Ein Poster, das einige der Vorteile und Techniken der Akupunktur demonstriert. Hier ist auch eine Tüte voller Nadeln. Haben wir hier Schönes?
Heilbad. Eine sehr traditionelle Badewanne. Das Wasser sieht warm und verlockend aus und riecht stark nach Medizin. Man bekommt richtig Lust darauf, hineinzusteigen. Oh ja, so ein Bad wäre jetzt auch schön. Oben liegt auch ein Staubpuschel. Bücherschrank der Klinik. Punks Bücherregal enthält viele medizinische Bücher zu verschiedenen Themen. Ein Titel sticht besonders hervor. Geschichte des Medizinstudiums verboten in den freien Städten. Wieso ist das verboten? Medizinschrank. Es gibt so viele Kräuter und Zutaten in jeder der kleinen Schubladen. Fang hat sich die Sortierung wahrscheinlich auswendig gemerkt. Wäre gut. Oh, guck mal, die Blümchen. Ich möchte auch so ein schönes Blumenregal, Pflanzregal, wie auch immer, in meinem Haus stehen haben. Können wir Dinge kaufen? Achso, so sieht er aus. Genau, das hatten wir schon mal. Wir haben ihn halt noch nicht so live direkt gesehen. Das ist very, very schade. Ziviltruppe ist für die Verwaltung aller Ruinen rund um Zentner. Hätte ich mal früher anfangen sollen, aber ich war mit meinen Gedanken woanders. Schade. Was haben wir hier? Das ist auch irgendeine Werkstatt. Kann man hier rein? Verlassen. Da kommt vielleicht noch was. Oder jemand. Wer weiß. Können wir uns mal überraschen. Ich habe auch irgendein Update. Ich habe aber... Irgendwie wollte Steam das nicht öffnen. Ich habe draufgeklickt, Update anzeigen. Oder nicht gemacht. Ich muss nochmal genau in die Beschreibung gucken. Was da passiert ist hier in Sandrock. Sind ja fleißig dabei, die Jungs. Ich laufe irgendwie heute den ganzen Tag nur planlos hier durch die Gegend und gucke mir alles an. Macht ja nichts. Vielleicht entdecken wir ja hier oder da noch ein Kistchen, irgendein Versteck. Wo lernen wir das hier alles ein bisschen besser kennen? Können wir da hoch? Nee, sieht man auch nichts. Das ist auch noch verschlossen. Da kommen wir bestimmt auch früher oder später nochmal rein. Irgendeine Ruine oder so. Hier schon mal hoch? Ah, ja, ja. Hier geht's zur Kirche, wenn mich nicht alles täuscht. Den Büschen können wir nichts machen. Ah, genau. Da war dieser komische Lift. In der Kirche selbst waren wir auch noch nicht drin, ne? Da oben, guck mal, liebe Leute, da fliegt mit einem Luftballon eine Kiste. Wenn wir jetzt was zum Schießen hätten, ne? Könnten wir das Ding runterholen. Haben wir aber nicht. Schade. So, hier wohnen einige Leute. Prüfen. Hintereingang des Bergmannsheims. Es ist von einer mystischen Bergbauenergie versiegelt. Okay. Kommen wir also noch nicht rein. Da unten läuft Penn rum. Dürfte die Kirche sein hier. Kommen wir nicht rein. Zumindest nicht durch diesen Eingang. Einen anderen. Vorne der Haupteingang eventuell. Hi, Justice! Als ich und Owen noch Kinder waren, waren wir wie zwei Beine in einer Jeans. Unzertrennlich. Wenn du das nächste Mal im Blue Moon bist, lass einfach meinen Namen fallen, dann bekommst du sicher eine extra Portion Soße. Auch gut. So, gucken wir uns mal in der Kirche um. Oder im Tempel vielmehr. Der Tag der hellen Sonne findet am 19. Tag des ersten Monats eines jeden... Und da war der Ladebildschirm schon wieder zu kurz. Ah, immer wenn ich lesen will, ist er zu kurz. Und wenn nicht, dann ist er zu lang. Oh. Rüfen, die Kirchenbibliothek. Hier wird diverse Literatur aufbewahrt. Alles hängt mit dem Licht zusammen. 101 Möglichkeiten, deine Frömmigkeit zu steigern. Oh ja, ich bin total fromm. Hier ist kein Wasser drin. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier Wasser drin ist. Aber auch die Kirche muss anscheinend Wasser sparen. Und wir spielen ein bisschen Orgel. Blim, blim. Die Tempelorgel. Die majestätische Musik kann man fast schon hören. Sie ist normalerweise für Gottesdienste und Hochzeitszeremonien reserviert. Finde ich voll cool mit diesen erhöhten Bankanrichten hier. Dann kann man wirklich auch in den letzten Reihen was sehen. Das ist cool. Ein Ritterturnier. Können wir auch nichts machen? Was ist da hinten? Da steht was aus. Ein Ausstellungsstück.
Prüfen. Gemälde. Zeitalter der Finsternis. Dieses Bild ist kurz vor dem Zeitalter der Finsternis entstanden. Die Wolken vom Tag der Katastrophe verdeckten den Himmel. Es blieb wenig Zeit, um Verluste zu beklagen, da die Menschen begangen... Was? Da die Menschen begannen, unter der Erde Zuflucht zu suchen, wo sie für mehr als 220 Jahre blieben würden. Oh, kann man... Ach, da kann man sich hier alle angucken. Die ganze Story. Ist hier auch? Nein. Haben wir hier... Gemälde, Zeitalter der Verderbnis. Dieses Bild stellt das Zeitalter der Korruption dar oder die alte Welt kurz vor ihrer Zerstörung. Die Menschheit in diesem Zeitalter benutzte Maschinen, um endlose Kriege zu führen. Ach, das waren diese Technologiekriege. Dann wurden die zerstört, sind in den Untergrund geflüchtet. So, warte mal, die Zerstörung haben wir nicht gelesen. Tag der Katastrophe, genau. Dieses Bild stellt den Tag des Unheils dar. Den Tag, an dem die Menschen der alten Welt die Kontrolle über die Maschinen verloren. Von ihnen geschaffenen Waffen ließen dunkle Wolken aufziehen, die die Sonne verdunkelten und das Leben auf der Oberfläche unmöglich machten. Okay, dann, genau, nach der Zerstörung sind die in die Erde geflohen und dann ging es wie weiter? Tag der hellen Sonne. Dieses Bild stellt den Tag der hellen Sonne dar. Den Tag, an dem der legendäre Erfinder Peach eine Maschine entwickelte, die die Wolken vertrieb und die Helligkeit an die Oberfläche zurückbrachte. Dieser Moment gilt als Beginn der Neuzeit. Da ist also unser Peach, der Held aller Helden, den ich noch nie so gesehen habe. So, und was haben wir hier? Kirchenausstellung. Verschiedene Exponate im Zusammenhang mit dem Tag der strahlenden Sonne und Peach selbst. Diese müssen wirklich selten sein. Ach so, das ist dieses Vögelchen. Ach nee, da in dem Kasten, guck mal. Das rechts sieht aus wie so ein kleiner trauriger Smiley. Ein paar Ohrringe, ein Ring und noch ein Ring. Ganz viele Ringe anscheinend. Okay. Haben wir ein bisschen Story hier gehört. Dann verlassen wir den Tempel wieder. Mehr gibt's hier gerade nicht für uns zu holen. Und ich habe gesehen, es ist auch schon wieder spät. Ich hatte ihr versprochen, dass sie heute früh ins Bett kommt. Dass sie morgen wieder ein bisschen fresher aussieht. Also, auf Richtung Heimat. Der Luftballon da hinten jetzt, ne? Ich möchte ihn abschießen. Und ist das derselbe, den wir gesehen haben eben? Ist ja noch ein anderer. Da ist noch einer. Eins, zwei. Hier fliegen überall Luftballons mit Schatzkisten. Drei. Wie ich die denn runter und da unten? Leute, guckt mal. Haha, was sehen denn meine Äuglein da? Ist doch noch nichts mit Schlafen. Wir müssen hier noch leider eine Kiste finden. Was gibt es hier Schönes für uns? Ein Freizeithemd. Ich muss auch mal die ganze Kleidung langsam durchgucken, die ich mittlerweile gefunden habe. Es ist ja doch schon einiges zusammengekommen. Ich komme hier nicht rum. Kann ich hier rüberspringen? Ja, einmal zack über den Stacheldraht. Und jetzt schnell nach Hause. Schon wieder. Wir schaffen es nicht vor 12 ins Bett zu kommen. Bam! Das war's. Die Kiste hat das alles versaut. Schade, jetzt glaube ich auch noch in die falsche Richtung. Okay, das war's mit Frühschlafen gehen. So, dann ruhe ich mal ein bisschen aus.